Warte, ich habe jetzt einmal grob durchgesaugt. Das sieht schon direkt wieder ganz anders aus. Da war ich jetzt auch nur grob. Da muss noch ganz viel gemacht werden. Hier auf jeden Fall schon mal die ganze Asche weg. Da werde ich gleich erstmal hier mit so Reinigungszeug überall mal drüber gehen. Und beim Saugen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das Glitzern da? Mein Vater wohl. Was ist das, ein 10er oder 12er? Ich glaube, ein 12er Schlüssel mal irgendwie verloren oder was. Oder war ich das jetzt? Ne, eigentlich war das, ist glaube ich schon länger da drin. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir den da jetzt rauskriegen. Im gleichen Atemzug, wenn ich hier schon mal reinige, mache ich hier schon mal die Lautsprecher raus, ziehe die gleich raus hier. Ich glaube, die sind nur reingeklipst, meine ich, war das. Und mache hier sowieso auch mal sauber und dann mache ich auch direkt die neuen rein, die ich vor 10 Jahren meinem Vater mal geschenkt habe. Die sind ja noch knallneu. Ist jetzt auch nichts super Tolles. Die sind, glaube ich, von Mac Audio, aber die sind auf jeden Fall besser als diese hier. Und für den Übergang, bis ich irgendwann mal mir die bestelle, die ich haben will, glaube ich, werden die ihren Dienst verrichten. Und hinten dann genau das Gleiche. Ich muss halt gleich erstmal schauen, ob ich noch einen ISO-Adapter habe, wovon ich gesprochen habe. Und ob ich das dann hier alles neu verlöten kann. Gott sei Dank ist der hier wenigstens relativ original, sage ich mal. Die Stromseite, da kann ich halt gut nachvollziehen. Die andere Seite, ja, muss ich halt ausprobieren, ne? Man kennt es. So, ich weiß jetzt nicht, ob man auf der Kamera gut sehen kann, aber hier ist deutlich sauberer geworden. Sieht wieder deutlich frischer aus. Habe ich auch gesehen. Hier ist Gott sei Dank sogar noch der originale Stecker. Hier wurde aber geputscht. Aber na gut, da kann ich wenigstens nachvollziehen, wo ich gleich Plus und Minus mache, weil hier ist nämlich die gleiche Farbe wie da. Da kann ich dann selber entscheiden. Ja, hier ist die ganze Asche jetzt weg. Alles sauber gemacht. Jetzt muss ich nur noch da drüben die Fahrerseite machen. Die Tür habe ich auch schon gemacht. Hier oben muss ich noch machen. Dann mache ich das noch eben schnell. Das ist jetzt auch immer nur so eine Katzenwäsche, damit hier schon mal so ein bisschen der Geruch von Asche und so rauskommt. Wie man sehen kann, das Tuch war komplett neu. Guck mal, wie schwarz das hier überall ist. Leute. Ich sehe gerade, hier unten muss ich auch noch rein. Da unten. Ach, das ist noch so viel, Leute. Das kriegst du ja alles gar nicht am einen Tag gemacht hier. Aber wie denn auch, das ist ja ein längeres Projekt. Ich habe jetzt hier Innenraum, hier glänzt es schon wieder schön, halbwegs sauber gekriegt. Ja, Teppich da unten und Sitze, die mache ich wohl mal mit Polsterreiniger demnächst. Ich werde mich jetzt anfangen, der Verkabelung hier zu widmen. Ich habe hier noch ein ISO, was hier hinkommt, so ein ISO-Adapterstück. Die schon alle abisoliert. Ja, werde mich jetzt hier durchkämpfen. Der Stecker ist relativ klar. Mein Vorteil ist, dass hier auch alles beschriftet ist. Von daher kann ich da gar nicht so viel verkehrt machen. Da werde ich mich erstmal ransetzen und die ganze Scheiße entwirren hier. Hier, Gott sei Dank, kommen die Farben. Das sind die vorderen Lautsprecher. Ja, ich müsste eben Akku wechseln. Also wie gesagt, Innenraum habe ich jetzt soweit sauber. Und ich werde mich jetzt hier um die Verkabelung fürs Radio kümmern, weil das ist ja alles hier, das ist quasi, glaube ich, auch auf Kenwood, aber ich weiß jetzt nicht, ob mein neues Kenwood, weil das ist ein aktuelles Ding, ob das gleich ist, und außerdem gefällt mir die ganze Verkabelung hier nicht. Das will ich anständig haben. Ich mache jetzt direkt einen fertigen, neumodischen ISO-Stecker hier dran und dann schauen wir mal weiter. Den habe ich sogar noch von meinem Opel. Ich hatte mal ein Opel Signum. Da war so ein Adapterstück und alles Mögliche dran. Da habe ich das jetzt abgemacht, weil das lag jetzt schon, glaube ich, sechs Jahre in der Garage rum oder was? 5 Jahre. Brauchte ich eh nicht mehr. Und jetzt kommt mir das eigentlich gelegen hier, der Stecker. Dann kann ich das nämlich hier schön fest verdrahten. Und habe hier schon Schrumpfschläuche irgendwo liegen da, sogar farbig. Und das ist das eine. Die Plus- und Minus-Geschichten hier, also für die Stromversorgung, die ist eigentlich relativ klar. Hier mit den Lautsprechern ist eigentlich für vorne auch relativ einfach, weil die Farben, die hier rauskommen, die ihr sehen könnt, die kommen hier Gott sei Dank auch raus. Nee, doch. Ja, doch, die kommen hier raus. Die originalen Stecker habe ich auf beiden Seiten Gott sei Dank auch. Hier ist so rum. Ach, die Stecker sind halt gleich groß. Das spielt dann keine Rolle. Aber solange ich das halt richtig verkabel, auf beiden Seiten, Plus und Minus nicht vertauscht, dann ist alles richtig. Ja, daran mache ich mich jetzt, Leute. Und dann mal gucken. Ich weiß nicht, meine Frau macht jetzt Essen. Ich weiß nicht, inwiefern ich da heute noch fertig werde mit. Aber, ist noch früh.
Ja, damit fange ich jetzt auf jeden Fall an, Leute. So, ich habe jetzt da schon mal einen reingelegt von den neuen Lautsprechern. Das ist noch nicht so ganz optimal. Ich habe jetzt hier, wie man sehen kann, hier neu verkabelt. Ich habe bis jetzt nur die vorderen, die hinteren habe ich noch nicht verkabelt. Dann ist das hier der originale Strompin hier, der kommt da jetzt drauf. Und dann werde ich mal gucken, ob das hier so funktioniert. Schauen wir mal. Jetzt habe ich hier natürlich keine Möglichkeit. Ich stecke das mal eben dran und dann nehme ich euch wieder mit. Ja Leute, da probieren wir jetzt mal aus. Ich habe das jetzt hier dran gesteckt, da und da vorne dran. Da muss ich nachher noch gucken, damit das nicht los wird. Los geht. Dann drehe ich mal auf. Stellung 1. Ich sage das. Ah, guck mal. Da passiert ja schon mal was. Standby. Okidoki. Wir machen Radio an. So, ich habe da hier irgendwo USB-Stick gehabt. USB hat er direkt jetzt. Oi. Und jetzt werde ich versuchen, ohne jetzt hinten abzubauen, erstmal wo links und rechts ist hinten. Ja, ich verkabel das jetzt erstmal zu Ende hier gleich. Radio funktioniert auf jeden Fall schon mal. Schaut mal ganz gut, dass er direkt Onkels angemacht hat. Perfekt. So Leute, Radio habe ich mehr oder weniger fertig. Ich habe jetzt nur noch die beiden vorderen angeschlossen, weil hinten das war irgendwie ganz komisch verdrahtet und der hat andauernd gesagt, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Anschlüssen. Wie ihr jetzt im ersten Video, wo ich gefahren bin, sehen konntet, ging ja nur die Beleuchtung von dem Tacho, ansonsten ging hier gar nichts. Und ich habe jetzt gerade schon mit einem ganz, ganz großen Kampf das Kombi-Instrument bzw. Tacho rausgezogen. Dahinter ist nämlich so eine kleine Sicherung. Warte, das ist nur die Halterung. Und ich lege die Sicherung mal dahin. Vielleicht kann man das sehen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die kaputt. Ich hatte mir schon direkt neue bestellt. Ich denke, ihr könnt sehen, die sieht schon anders aus. Und ich versuche, da jetzt reinzufummeln. Ist zwar echt scheiße, aber versuche ich mal. Und dann werden wir sehen, ob hier Licht kommt oder nicht. Eine der neuen Sicherungen habe ich schon kaputt gemacht. Warum auch immer. Gott sei Dank habe ich zwei bestellt. Jetzt versuche ich das scheiß Ding hier wieder einzubauen. Ich kriege nämlich die Tachowelle nicht drauf. Aber wenn ich... Jetzt ist aus. Und könnt ihr sehen, zack. Da ist, glaube ich, kaputt. Obwohl, nee, doch. Ist doch nicht kaputt. Perfekt. Licht funktioniert wieder. Oh, jetzt muss ich den ganzen Bums nur noch zusammensetzen. Und dann war es das für heute. Dann habe ich erstmal die Lautsprecher vorne neu verkabelt, das Radio verkabelt und werde ich aber noch nicht ganz reinsetzen, weil mit der Anlage bin ich noch lange nicht fertig. Auf jeden Fall bin ich dann mit dem Tacho fertig, wenn ich dann endlich drin bin, wenn ich das alles drin habe. Ja, boah, Leute, ich bin fertig. Damit mache ich das Video auch Ende hier heute. Ich baue jetzt nur noch, oder ich versuche jetzt zumindest das Ding hier noch einzubauen, die Tachowelle dran zu machen und dann stecke ich nur noch alles zusammen und dann ist fertig. Und das war's dann auch, Leute. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe gerade alles zusammen gehabt und dann ging die Scheiße wieder nicht. Ist direkt die Sicherung wohl wieder durchgebrannt. Jetzt habe ich hier drei durchgebrannte Sicherungen. Oh, das ist alle drei tot. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Jetzt muss ich wohl,
keine Ahnung, auf Fehlersuche gehen, aber das mache ich nicht mehr heute. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.